Was geht, YouTube? Ich bin Calamanero-Man und wir haben hier heute einen Gast dabei und schon außersehen den Kampf begonnen. Und da muss ich noch schnell mein Programm neu starten. Gast, sag mal hallo. Schönen guten Tag zusammen. Ich weiß nicht, wie lange er da bleiben wird, aber oh, jetzt müssen wir ganz schnell überlegen. Unser Gegner bringt nämlich Flunkiefer Rotom, Garados, Despota, Aromatisse und Ampharos. Ich mag ihn jetzt schon mal, weil er Ampharos mitnimmt. Aber was nehme ich mit? Warte, du bist doch mit Mamutel, bist du doch gut gegen Ampharos und gegen Flunkiefer und gegen Despota. Also Mamutel nimmst du auf jeden Fall mit. Ja. Was hast du noch? Wobei, ich glaube, er wird mit Garados starten. Mit Bedrohr hast du, ja. Hast du dein Kalamin? Nee, das habe ich nicht, aber ich glaube, Kramux Rotom, dann kann ich Verzögerung machen. Yep. Und notfalls kann ich auch noch das Despota verbrennen. Gut. Dann auf jeden Fall Mamutel. Und ja, mega. Ja, und Lucario zerfetzt so ziemlich alles. Dann starten wir den Kampf gegen Kalon. Ich habe keine Ahnung, woher er kommt. Ich musste gerade ganz schnell, weil ich dann plötzlich bemerkt habe, dass mein Gast nicht aufgenommen wird. Dankeschön. Und den wollen wir natürlich auch noch dabei haben. Ist eigentlich gerade bloß dabei, weil es zu langweilig ist, alleine zu kommentieren. Ach, du brauchst eine Unterstützung beim Kämpfen. Sag ich doch, hier, Flunkiefer. Ja. Und das Flusselt sich, das ist so süß. Hast so, Bedroher, also hast schon zumindest keine Scheren macht, kannst du schon mal hier downreigen, hast du doch, ne? Ja, klar. Gut. Stimmt, die sind relativ langsam und wenn er sowieso den Trick Room aufbaut, macht ja der Rückenwind keinen Sinn. Jupp. Ach, jetzt, ja, Trick Room ist hier. Ja, passt. Ja. Downreigen und mit hier Rotom einfach drauf, oder was machst du damit? Ja, ich überlege gerade, weil ich glaube, der würde es nicht drinnen lassen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er anfängt zu protecten. Ja. Ja. Ich glaube, ich gehe eher mit einem Donnerblitz auf Aromatisse. Weil ich meine, Flunkiefer kann nicht wirklich viel machen. Vor allem nach minus 2 nicht. Ja. Er kann es nicht viel machen. Okay. Hau mal drauf. Ja. Aber ich finde das Entscheidende so hübsch, dieses Rosa. Also, das hat doch was. Guck mal, nur ein rosa Team, ist doch klasse. Ah, sag ich doch protect. Ja. Das war relativ offensichtlich. Oder er hat's ausgetauscht. Downreigen macht jetzt nichts. Hier kommt der Donnerblitz und da kommt gleich sein Trick Room. Jo. Das wird natürlich jetzt relativ wenig machen. Hier kommt der Trick Room. Jo, gehst du nochmal auf Downreigen drauf oder? Ja. Du... Oder eigentlich Mega Flunkiefer müsste ich eigentlich töten können. Echt? Ich bin der Meinung, ich töte es. Du hast einen Hitzekoller drauf, ne? Ja. Gut, dann. Verzögerung und Hitzekoller. Hast. Hier, und das Arama, hier diese... Aromatisse kann... Ja, das macht doch nichts. Ja, ich hab's dann sehr viel gehört. Sehr langsam. Ich weiß, es ist sehr langsam und... Okay, er tauscht aus. Das könnte jetzt wahrscheinlich ins Garados. Nein, in Tita auch nicht schön. Auch nicht ganz so gut. Nee. Was hast du noch? Warte, du hast noch... Ich hab noch Lucario. Lucario zerfetzt das. Fehlgeschlagen. Nebelfeld. Oh, dann wieder irgendeine Feldattacke. Ich kann die ganzen Feldattacken nicht. Ich weiß auch nicht, was... Das heißt doch, was machen die? Die können keine Statusveränderung mehr kriegen? Ich weiß auf jeden Fall, im Elektrofeld können Pokémon nicht mehr einschlafen und Elektroattacken sind stärker. Rotom kriegt mal wieder einen Volltreffer. Ja. Überraschung, Rotom kriegt schon das ganze Turnier über Volltreffer. In den passendsten Momenten. Was hat denn Rotom noch für Movepool? Donnerblitz, Irrlicht. Ach, weiß nicht, so ein Irrlicht, ein Downreigen auf hier... Despota? Ja. Aber mal. Weil Aromatisse kann wirklich. Wobei. Warte. Nebelfeld. Nebelfeld. Nicht von Statusproblemen betroffen werden. Gut, dass wir es voll drauf haben. Ja. Okay, was kann Rotom noch? Donnerblitz. Ich glaube, oder Schutzschild. Mit minus 2 kannst du vielleicht entweder wechseln oder protect. Ja, aber ich weiß nicht, was gerade so wirklich eine Steinattacke nehmen will. Ich glaube, ich protecte erstmal. Ja. Du kannst ein bisschen Trick Room ausdauern. Ja. Er wird wahrscheinlich sowieso Steinhagel machen. Ich ja, glaube, bei minus. Minus 2. Spätestens bei minus 4 wird. Er heilt. Heilwoge. Auch sehr schön. Also ist so ein richtiges Pip-Pokémon, gefällt mir. Rotom schützt sich selbst und Kramux
Sollte es überleben, auch wenn ich in letzter Zeit langsam daran zweifle, dass ich es mit Evolith habe. Ist es defensiv oder speziell defensiv gespielt? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe zwei Kramurkse. Das eine ist defensiv, das andere ist speziell defensiv. Ich bin langsam der Meinung, ich habe das Falsche mitgenommen. Was machst du? Packst du einfach nochmal einen Daunenreigen in der Hoffnung, dass es vielleicht auf Flunky verwechselt oder. Ja. Und Rotom muss er zurückziehen mit minus 2. Ja, jetzt kann ich jetzt habe ich den Vorteil, ich kann in aller Ruhe Lucario reinholen. Ja. Wird hier das Erdbeben überleben. Ja. Ich glaube, er wird auch nicht auf Erdbeben gehen. Weiß nicht, was hat er drauf? Bisher haben wir nur Steinhage gesehen, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall bei minus 4. Mondgewalt wird Lucario. Wird es noch nicht mal auf Lucario, geht auf Kramux. Ja, aber das hat gemacht, das Leute. Ja. Da kommt der Steinhagel. Wir haben drei Runden Entwicklung haben wir durchgebracht. Ja. Oh, also ein Volltreffer. Natürlich kriegt er einen Volltreffer. Sicher doch. Aber er wird. Ich denke, Despotar wird jetzt so langsam auch ausgewechselt werden. Jo. Deswegen gehe ich noch nicht im Mammutell rein. Weil er kommt dann wieder mit Bedroher an und dann mache ich wieder weniger Schaden. Jo. Von wessen Bedroher? Ah ja, du meinst, ein Garados kommt noch. Nee, schon der Bedroher. Ah nee, ist ja jetzt Megaflunkiefer. Ja, Megaflunkiefer hat keinen Bedroher. Stimmt. Dann gehe ich in Mammutell. Und. Spam Erdbeben. Hast du einen Protect auf Lucario? Ja. Ja, Erdbeben, Protect und. Egal, ob er auf der Flunkiefer geht oder darauf bleibt, ja. Ist beides gut. Das Einzige, der könnte vielleicht den Garados. Ja, ich weiß nicht, das vierte Pokémon haben wir noch nicht gesehen. Nee, das haben wir noch nicht gesehen. Kennen wir noch nicht. Ich frag mich mal, wie viel Schaden macht so ein von einem Mega Lucario auf einen Garados? Keine Ahnung, was. So ein Nahkampf. Nahkampf nur 40%, okay. Ja, Nahkampf ist doch hier Flugtyp, ist doch. Ja, ja, ich dachte nur vielleicht, weil Garados hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie gut die Verteidigung ist. Ah, da kommt Garados. Oh, das ist gut, ja. Er hat jetzt wieder ein bisschen beim psychischen, physischen Pokémon ein bisschen blöd. Aber ich bin gerade der Meinung, dass Erdbeben tötet trotzdem. Ich hatte irgendwie so eine Situation, wo Mammutell trotzdem getötet hat. Hast du auch auf beiden Pokémon hast du Prio-Moves drauf, oder? Ja klar, Lucario sogar Turbo-Tempo und Close, und hier Patronenhieb. Also könntest du versuchen, hier das Flunkiefer zu erledigen. Ja. Alter, du weißt, dass Flunkiefer hat Protect drauf. Ich vermute mal, es wird jetzt einfach protecten, weil du davon was verhindern wird, dass du es besiegst. Ja. Hast du irgendwas, um das Garados gut zu treffen? Na, das Beste, was ich machen kann, ohne dass ich meinen Lucario jetzt erstmal schwäche, wäre Turbo-Tempo. Und ich glaube, Garados geht erstmal auf Mammutell. Wechsel doch das Mammutell auf dein Rotom aus. Ja, dann kommt der mit einer Wasserattacke an. Ach, das ist Aaron, du hast ja das voll auf den Ofen, richtig. Ach, ja. Ich denke mal, das ist die Waschmaschine. Ach. Na, nee, geh ich. Habe ich was zu verlieren? Na. Ich glaube, der wird Protect. Ich gehe auf Garados mit Turbo-Tempo. Mal gucken. Gucken wir mal. Ist eigentlich irgendwann der Trick Room ausgelaufen? Ich bemerke das irgendwie nicht. Okay, er wird kein Protect. Overpredicted. Sehr schön. Tiefschlag. Ah, nein, da macht aber Tiefschlag. Genau richtig. Alles genau richtig. Ach. Aber die Kaskade ging auf Lucario. Ja, schade. Oh, ein Volltreffer. Alles gemein. Das ist doch gemein. Natürlich kriegt er hier Volltreffer. Sandsturm legt sich. Nebelfeld ist auch wieder verschwunden. Dann müsste auch. Im nächsten Runde geht dann der Bizarro-Raum. Ne, der Bizarro-Raum muss das dann auch weg sein, ne? Der müsste schon, glaube ich, länger weg sein. Zack. Erdbeben, Donnerblitz. Weil. Erdbeben, Donnerblitz, ja klar. Ja. Er kann nicht beides beschützen. Er kann zwar beides auswechseln, aber mehr kann er nicht machen. Ja. Da ist Garados schneller? Weil ich habe hier noch das Trick Room Rotom. Der Garados, was hat Garados für eine Base? Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Garados ist nicht schneller? Der sieht so schnell aus. War das nicht 80 oder so? Ich hab's nicht im Kopf. 81. Ein A. Sag doch.
Aber Rotom ist doch... Warte mal, das normale Rotom ist... Ich schütze mich erstmal, will erstmal gucken, was er davor hat. Da wechselt er erstmal aus. Weil ich meine, so kann ich jetzt noch Aromatisse schaden. Gyarados macht Kaskade A, aber auf Mamutell. Das heißt, ich hätte ohne Probleme angreifen können. Ja. Ich dachte echt, der geht eher auf Rotom. Jetzt ja. Das 1-4 sind wir hinten, ne? Ja, klar. Ah, jetzt ist... Jetzt war's. Ja, GG. Kannst du... Hast du nichts mehr drauf. Donnerblitz. Ja, Donnerblitz. Ja. War's. Kein schöner Kampf heute. Aber wir haben ja noch einen zweiten Kampf. Da will ich mal durch meine Ehre hoffentlich retten. Hoffentlich. Zack, Szene. Ein kleiner Ofen. Es wird ja nie wieder Kekse backen. Macht das in deinem Team eigentlich wirklich Sinn, den Ofen zu spielen? Oder was hast du da alles drin? Waschmaschine mal. Na, ich hatte den. Ich kann ja sowieso jetzt erstmal nicht wechseln. Natürlich nicht, aber. Aber ich hatte da so wirklich eher dran gedacht, erstmal, dass ich da Feuerattacken habe gegen Flunkiefer und Tentantel. Allen voran gegen Tentantel. Und der hat auch den besten Schutz gegen Glurak. Und ich habe da schon eine recht große Glurak-Schwäche. Ich hatte irgendwie noch nie irgendwie ein Problem mit Glurak. Ich hatte dass jedes Glurak immer mit Steinhagel so one-hitted aus Versehen mit ihm reingewechselt sind. Ja eben, aber ich habe ja keinen Steinhagel. Aber bisher steht es 10 Siege und 7 Niederlagen. Das heute Mittag, das sah, als ich angefangen habe, noch so gut aus. Kangama, Despot, Mega Kangama, Despotter, Talonflame, Garchomp, Zombieris und hier unser Schild. Durengard, ja. Kramhurks, der Ofen ist auch noch super gegen Durengard. Ja, stimmt auch. Kramhurks, Lucario, Rotom, Quajutsu. Jo. Genehmigt. Das passt da. Mein Durengard sehe ich jetzt gerade nicht so sehr den Vorteil drin. Ich könnte zwar in der Hoffnung, dass der Flammenblitz auf mein Durengard macht, die Weakness Policy drop und Durengard dann alles tötet. Oder halt auch nicht. Nice Tie, mal gucken. Woher kam sie? Keine Ahnung. Aber wenn die Nice Tie heißt, dann wahrscheinlich nicht irgendwie aus Japan. Die haben nämlich gar nicht so viele Zeichen. So. Zack. Ah, oh, die Klamotten sind so hübsch. Rosa. Hast du den schönen Ball, aus dem beim Lucario kommt, gesehen? Ja, auch wunderschön rosa. Aus demselben, wie das Deathbutter kommt. Ich sehe gar nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder. Was kommt da? Ich vermute mal, kommt sofort ihr Licht vom... Ach, hast du einen Verhöhner drauf? Nee, den hatte ich für Rückenwind rausgenommen. Ja. Aber bisher hatte ich noch kein Problem mit ihr Licht. Ja, ich dachte, ich vermute mal ihr Licht auf Lucario. Ja, ich mache Rückenwind, damit ich auf jeden Fall schneller bin als alles, was er hat und Schutzschild Lucario. Okay. Ich gehe noch nicht mega für den Fall, dass er doch noch in seinen Kangama einwechselt. Und ein bisschen... Nicht ganz so offensichtlich sein, immer. Ja. Ja, genau, weil er wird nämlich seinen Despotar schützen. Okay. Gut. Ist dein Kayakamox. Er hat eine höhere Base als der Blin, stimmt. Ja, okay, der Verhöhner kam von ihm. Da hast du. Was hast du jetzt noch? Schmarotzer hast du noch, ne? Ja. Ja. Wechseln. Ja, ich überlege aber eher wechseln. Ja, wechseln. Weil sein Tita wird er jetzt nicht drinnen lassen. Ja, du bist auf jeden Fall schneller. Mhm. Was hast du eigentlich? Ich kenne den Move Pool von deinem Lucario nicht. Turbo-Tempo, Patronen, Hieb und Nahkampf. Und hat Schutzschild. Ich glaube, ich gehe in... Rotom. Und Lucario. Er könnte in sein Fiaro wechseln. Hast du da irgendwas Effektives? Nee. Also ich gehe am besten noch nicht mega. Wirklich für den Fall, dass er noch Kangama dabei hat. Und ich glaube nämlich nicht, dass er seinen Tita drinnen lässt. Deswegen gehe ich Turbo-Tempo auf Despotar. Weil ich glaube nicht, dass er das drinnen lässt. Nahkampf tötet es. Oder es ist overfixed. Ah nein, sehr gut. Das
auf, da kommt jetzt... Ah, Aegislash. Ah, fies. Ja, das machen die doch immer. Genau, bei Nahkampf wird in Aegislash reingegangen. Ja. Okay. Aber jetzt hast du ganz einfach mal Hitzekoller auf. Ah, ein bisschen mit Rückenwind kannst du Hitzekoller spammen. Ja. Hast du mal ausgerechnet, reicht Hitzekoller für die Defensivform, für einen One-Hit, oder? Ich glaube. Müsste eigentlich. Wäre eigentlich gut. Und wie viel macht, also mit dem Patronenhieb auf Sableye, was macht das? Das macht, glaube ich, kaum was. Ne. Da wechsle ich lieber in Quajutsu. Ja, mit Lucario bist du ja gerade echt ausgecountert. Ja. Alles ganz blöd. Aber wissen wir schon mal, dass er, bisher sieht es nicht so aus, als würde er Kangama mitnehmen. Drei haben wir gesehen. Ich vermute, also Kangama finde ich auch... Er wechselt da auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt in Tita rein. Ja. Schön gewechselt von ihm. Ja, ich hatte gar nicht vor, da ihr Licht zu benutzen. Keine Sorge. Nee. Naja, ist ja nicht so viel. Ja. Also. Jetzt hätte ich doch gerne meinen Hidden Power Fighting Quatsch zu. Hast du so eins noch? Nein, habe ich aber. Ich habe das hier als Hidden Power Drache. Habe ich schon überlegt. Könnte das irgendwie praktisch sein? Hidden Power Drache brauchst du da. Ist das Quatsch? Außer nur der Eispreis, das ist eh besser. Ja, eben deswegen habe ich ja keinen Hidden Power dabei. Aber es könnte Hidden Power Drache haben. Nee. Das sehe ich, für Hidden Power ist eh nicht mehr so gut. Also Feuer und Eis kannst du noch benutzen, sonst eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich wechsle Rot. Nee, ich protecte mit Rotom. Kann ich ja nicht wegen dem Verhöhner. Ja, dann wechsle aus und. Wechsle ich wieder in Lucario, weil Lucario wird einen Steinhagel besser nehmen. Ja. Und Siedewasser auf Zubiris, weil erstmal. Zubiris habe ich mehr Angst. Oder Zubiris ist nerviger. Hast du da keine Kehrtwende drauf? So. Nee. Ist ja ein Special. Ja, aber Kehrtwende geht immer. Siedewasser. Also, habe ich zum Glück nicht auf Despota. Ja, das hat er wahrscheinlich Angst vor gehabt. Ja. Leider kein Burn. Also klasse Abschlag. Super. Natürlich kriegt er einen Volltreffer! Das ist heute irgendwie, ja. Nochmal, diesmal Siedewasser auf Tyrantier und reicht ein Patronenhieb? Mit einem reichten Mega-Patronenhieb? Gucken wir mal. Müsste doch, was ist das? Ein Drittel? Und ich glaube sogar, er würde da eher wieder in, Durengard reinwechseln. Ja, doch. Ich bin der Meinung, er wird da wieder jetzt in Durengard reinwechseln, weil er dann genau wieder dasselbe raus haben will. Weil er wird damit nicht drinnen bleiben, weil ich würde damit Nahkampf rangehen. Selbst wenn ich verbrannt bin, der Nahkampf tötet. Ich würde in so einer Situation hier ja auf so ein Double Protect versuchen. Also es ist zwei Protect hintereinander, aber kann halt zurückziehen. Ja, Durengard, ne? Ja. Ja. Genau deswegen habe ich da Finsteraura drauf gemacht. Sehr klasse. Ach, Hasse. Ah, sehr ja. Gut. Sehr gut. Ach ja. Der wird da in Durengard wieder reinwechseln. Und? Nee, nicht mal ansatzweise. Schade. Ja, Damage over Time, aber mir auch nicht. Ja. Reicht das? Ich glaube nicht. Hast du ein Plus-Init oder ein Plus-Special-Wesen oder so? Plus-Init. Okay, ja, finde ich besser eigentlich. Okay, es hat, ein Überreste nur. Ja. Und wenn du genau denselben machst wie vorher? Reicht das? Ja, aber der wird wieder wechseln. Ja. Deswegen. Also ein Siedewasser. Siedewasser auf Sableye und, Nahkampf auf Durengard. Ich vermute, er wird wechseln. Okay, finde ich. Man muss hier jetzt ein bisschen predikten. Bin ich mutig, aber wird schon klappen. Ja, man muss ein bisschen mutig jetzt gerade spielen. Wenn es nicht geht, dann geht's nach hinten los, aber wenn, dann wird sich's auszahlen. Ja, pass auf, der macht Double Protect, um dich auszustormen mit einem Brand. Ja, vor allem, weil ich jetzt. Königsschild macht er sowieso nichts. Ja, ist ja nicht schlimm. Und vor allem, weil dann wird es, glaube ich, der.
Dingens zu einem Tuit KO. So, jetzt. Reicht das? Siedewasser-Patronenhieb auf Durengard, weil ich meine, Sable Eye kann jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Irgendwann, ja, was hat es? Ich habe gar nichts von ihm gesehen. Warte, Irrlicht hat es drauf, Schutzschild hat es drauf, Verhöhner. Also ich würde immer einen Schmarotzer draufpacken, aber habe ich jetzt auch noch nicht von dem gesehen. Ja, deswegen, ich gehe jetzt. Abschlag, richtig, Abschlag. Ja, Abschlag, genau. Abschlag, Siedewasser, Siedewasser und. Patronenhieb auf Durengard. Weil ich glaube, er wird da wechseln. Okay. Glaube ich gerade, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er wird wechseln. Solange ich mich freue. Und wenn nicht. Okay, er wechselt Sable Eye aus. Da kommt jetzt Tita rein. Damit er auf jeden Fall wieder da den Sandsturm drauf hat und mich langsam. Jetzt zerrt sich ja noch runter. Alles. Ja, vielleicht kriegen wir den Burn. Naja. War jetzt nicht so. Nicht Sankt, so. Du Klinge. Lucario? Ja. Alles. Was haben wir noch? Rotom? Ja, wir haben noch Rotom und Gramux. Warte, wie wär's mit Kramox und Downreigen auf irgendwas? Nee, ich glaube, ich gehe eher an Rotom, weil. Also, ich vermute mal, dass er gleich wieder Double Protect macht. Ja. Und wenn er Double Protect macht, kannst du nur mit Special Moves auf Aegislash irgendwas erreichen. Ja, deswegen will ich einen Rotom, damit ich Quajutsu gegen Kramox austauschen kann. Okay. Dann gehe ich auch erstmal mit Donnerblitz auf Aegislash. Weil wenn er nicht wechselt, dann ist es tot. Er wird König. Ja, aber eben, wenn er jetzt nicht in die Schildform wechselt, ist es tot. Ja. Und dann hab ich den, bin ich nicht bei minus 2. Ja, bin ich halt d'accord, ist okay. Das ist schon mal weitaus praktischer. Ach, wird zurückgerufen. Was hat er da noch? Geht ein Sable Eye, aber Sable Eye ist jetzt tot. Ja, ist nur ein Opfer. Siehst du, sonst wäre ich bei minus 2 gewesen. Ja, ist halt das. Also. Mit Hitzekoller eh nicht. Also. Mit diesem einen Kraut kombiniert schon, aber sonst. Ja, ich hatte schon öfters mal Kämpfe, wo Hitzekoller mich ein bisschen in den Arsch getreten hat, aber. Manchmal ist das echt praktisch. Vor allem, weil es einfach tötet und in letzter Zeit irgendwie Rotom krittet alles mit Hitzekoller. Das ist so super. Ich bin bei minus 4, Krit. Da kommt das Kangama. Down. Also. Downreigen auf Kangama und Schutzschild mit Rotom. Ich vermute mal, er wird trotzdem Mogelbehieb auf Kramox. Ja, aber ich habe kein Schutzschild auf Kramox. Kannst du nicht mit Rotom auch angreifen? Also wie gesagt, ich vermute mal echt den Mogelhieb auf Kramox. Ja, aber nachher kommt noch eine Steinkante oder sowas von Despota. Da gehe ich eher davon aus, dass er vielleicht doch lieber das Kramox angreift, ne? Ich weiß nicht. Kann ich lieber das Rotom hier nochmal schützen? In der Hoffnung, die Runde zu überleben. Das ist ja machbar. Kein Mogelhieb. Kein Mogelhieb. Vielleicht hat er gar keinen Mogelhieb. Das ist ein Steigerungshieb, Kangama, also nur Steigerungshieb und zack, ja. Aber Kramor hätte ich nicht damit angegriffen. Doch, ist noch immer neutral. Naja, ich weiß nicht. Da kommt der Steinhagel. Ach, okay, war ja ein guter Zug. Kramor überlebt das. Kramor. Ich glaube nicht, dass das defensiv ist. Nee, ich glaube, ich habe das Special Kramox. Ich glaube, ich habe das Special Kramox dabei. Es gibt irgendwie viel mehr Situationen, wo ein defensives Kramox mehr Sinn macht, glaube ich.
Mit Steinhagel und Zeug. Ich weiß nicht, es gibt aber sehr viele Special Attacker, vor allem da mit Donnerblitz und alles. Ja, ich glaube, das ist ein Lost Cause. Was hat er denn? Warte. Quadritz ist schneller als. Angam, aber da kommt eindeutig der. Tiefschlag, ne? Ja. Da ja, kann ich nichts gegen machen. Hast du noch einen anderen Move auf Quajutsu? Irgendwas? Ja, nur anderes Moves. Keine Matte? Nee, ich finde die nicht so doll. Ja, ich. Wirklich, manche sind das wirklich lustig. Ach, keine Ahnung. Sowieso verloren. Siedewasser auf Tita. Ich versuche das Kangama zu verbrennen. Oh, ein Kangama mit Schutzschild. Deswegen hat er kein Mogelhieb. Er ist deutlich jetzt nicht. Ja, der hat echt so eine Stall-Taktik. Warum nicht? Ja. Das habe ich aber auch echt noch nie gesehen. Ach, Stall. Kagama Stall. das, also, ganz ehrlich, das habe ich echt noch nie gesehen. Hut ab für den, dass er auf diese Idee kam. Echt, so ein Stall-Team habe ich echt. Von, das ist ja wirklich ein VGC-Stall-Team. Doppel hat man doch normalerweise kein Stall-Team. Du hast mir mal gesagt, nein, es wird nicht gestallt im Double, es wird nicht gestallt. Ja, wer stallt denn bitte schon im Double? Ich hol mir immer ein Stall-Team, was du sagst, das macht man. Das macht ja auch keiner. Weil ein Tiefschlag, ich hab nicht hingeguckt. Ja, war Tiefschlag. Ja, zack, okay. Und dein Rotom One ist jetzt was? Mein Rotom macht jetzt Hidden Power Death, keine Ahnung. Stirbt. Das ist ein Telefon im Hintergrund. Ja, man hat ein Telefon im Hintergrund. Ah. Nicht sehr schön. Mein Gott, es wird ein richtig schön langer Part, da freue ich mich, den schon wieder hochzuladen. Yeah! Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen, trotz den beiden Niederlagen. Ich hoffe, es hat auch gefallen, dass wir Pip mal dabei haben. Yeah! Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch noch auf Gefällt mir, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten, wenn ihr es auch noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, damit ihr immer wisst, wann neue Videos kommen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao!